Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Schau mal, da ist die Milch. Die trinken sie jetzt aus dem Becher. Aus dem. Weil der hat mir jetzt schon die zweite den Nippel kaputt gemacht, der Snoopy. Erst die Panda, dann der Snoopy. Ich habe die Panda ein bisschen gewaschen von dem Schleim am Mund. Und das will ich nachher bei jedem auch noch machen. Na, vielleicht sind das auch nicht so gut, so viele Bakterien da um die Nase. Immer wieder sauber machen. Ja, aber der Teller war voll. Gell, Mäuse? Teller war voll. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hast du wieder? Bist jetzt wieder trocken? Ha, Mäuseli? Ach, nee. Das hat ja gar nichts gebracht bei dir. Oder habe ich das falsche Kaninchen? Schau mich. Nee, du warst es. Entschuldigung. Die sehen aber auch gleich aus, gell? Das ist die Panda. Die haben wir gebadet. Ja, komm. Ja, was willst du machen? So, Dille. Die haben wir auch frei rumlaufen lassen. Hier habe ich, Entschuldigung, da habe ich sie drin gehabt, weil sie nass war. Buh, da tun wir schon die Winterklamotten in die Schanta, in die Tasche. Ja. Hier habe ich mir neue Abayas geholt von einem Shop. Das hier habe ich mal vor Jahren, ihr wisst ja noch, das Hassad-Kleid, wo dann eingegangen ist, das habe ich selber geschnitten, weil ich nicht abgewartet habe. Das sieht aus, das soll die Schneiderin, aber ich ziehe es trotzdem an, ich bin da nicht so. Das soll die Schneiderin gerade machen und nach dem Modell die schneiden, aber nur nicht so kurz wie das. Ja, ich fand das jetzt nicht so. Bei mir, ich habe gemerkt, ich habe zu viel Sommerabayas rausgegeben. Ich habe mir immer so viele und dann habe ich mir die geholt. Na, das ist doch auch nicht schlecht. Ich glaube 170 Pfund eins. Aber mir gefällt es besser. Das hat, guck die Farben hier. Und das hat Taschen auch. Ja. Wir gucken mal, welche Schneiderin offen hat. Hier zwei Taschen vorne. Mahmoud mag das nicht. Der findet es besser. Und er sagt, die Preise hier ist halt eine Boutique, wenn du so willst. Boutique-Preise. Die kaufen es auch in Naga Hammadi und verkaufen es hier im Dorf. Er muss ja nicht alles vorne kaufen. Aber man kann die kleinen Läden ja auch mal unterstützen. Wegen 20 Pfund da rummachen und dann extra. Da hast du doch die Hacken abgelaufen und musst extra nochmal Schuhe kaufen, dass du 20 Pfund gespart hast. So kannst du auch denken. Gell, Younes? Und morgen kriegst du eine Bad Bukra. Kriegst du auch nochmal ein Ding. Mausi hat auch eins gekriegt. Ach, Mausi, haben wir auch was gefunden? Ich muss mal gucken, Moment. Also hier, Mausi hat Versace gekriegt. Ein T-Shirt. Ja. Und eine Hose dazu. Ja, sieht süß aus, ne? Versace. So Pyjama-mäßig für draußen rumspringen im Sommer. Ne? Lange Hose. Ja. So ist es hier. Ja. Na gut, also. Seht mal wieder, was wir gemacht haben. Der Prinz als Security war immer hinter uns, neben uns, dabei. Gell? Younes hat drei Sachen anprobiert. Einer war zu groß, einer zu klein. Schade, Bade, Marmelade. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. Ach, Mensch. Komm, wo sind die Mäuse? Lecker, lecker. Oh, schläfst du schon? Schau mal, heute gibt's eine gute Wurst. Ja. Also, alle fünf da? Lecker, lecker. Kommt. Guck mal, der Prinz ist ganz verschlafen. Ja, Bambi. Da kommt er. Guck mal, der Süße. Jo, fein. Die Schwangere zuerst. Uiuiuiui. Dann der Mr. Bambi. Ah, der Tiki wird es ihm wegfressen. Hier. Hier, Prinz. Gott, bist du müde. Stoffelalassin. Komm schnell. Nimm du's. Hier. Die Schwangere, die kriegt. Bambi. Tiki Wiki, du bist so gemein. Komm, Bambi. Hau rein, du kriegst das Ganze. Komm, nimm du. Schon Probleme mit der Nase. Und jetzt hier. Kriegt die Paris noch. Also wir haben schon überlegt hier, wenn die Babys kriegt, kriegen die Denver-Clan-Namen. Also ein Junge wird Denver heißen, dann Steven, dann haben wir Fallon und Amanda. Ich hoffe, sie kriegt nicht mehr als vier. Zwei Jungs, zwei Mädels. Die Namen haben wir. Nicht auf den guten Prophetenkarten. Uiuiui. Was ist das für eine Karte? Können wir gleich mal lesen.
Wie nennt man die Jahreszählung, die mit der Auswanderung der Muslime aus Mekka nach Medina beginnt? Oh, oh. Nennt man die Jahreszählung? Peinlich. Der Mondkalender. Oh! Wie viele Jahre verkündete Mohammed die Botschaft Allahs in Mekka und Medina? 40? 13 Jahre in Mekka und 10 Jahre in Medina. Wie peinlich. Na gut. Ich kenne mich super aus in der Religion, dass ihr wisst. Jalla, komm, ist das jetzt fertig? Komm, schnell. Die Kinder machen hier die Karten, die kennen sich. Muss ich mich auch mal durchlesen, wieder du. Große Schande in Ramadan. Gell? Mehr gibt es was. Das war's. Mehr gibt's nicht. Aber lecker, du. Das riecht super. Alleinfutter für ausgewachsene Katzen. Das ist ja wie Leberwurst, gell? Das nächste Ding behalten wir auf für die Tabletten. Da kommt nichts mehr raus. Nee, das darf man nicht essen. Guck, da ist noch. Guck mal, die ist der Staubsauger. Guck, hier. Also Kinder, komm. Ist das nichts zum Futter? Ja, das hat die... Und hier. Der riecht nicht so gut, der Arme. Ja, du Mausi. Ja, jetzt gibt's gleich Essen. Ja, fertig. Morgens Nachmittag kriegst du wieder, wenn du aber vor der Tür liegst. Gell? Kriegt er immer eine besondere Spezialität. So, hier gibt's, ich muss aufpassen, mehr Wassermelone. Jonas ist auf 180, ich muss den gerade wecken, weil er will doch fasten. Und immer verschläft er das so hoch, dann kann er nicht fasten am nächsten Tag. Jetzt ist er auf 180. Wir haben 3 Uhr, noch was. Um 4.06 Uhr ist Fasten-Dings zu Ende. Oh, die essen schon. Oha, Yunus, Salamu alaikum. Ja? Guck mal, alle da. Masha'Allah. Oh, mit Tahina. Komm, Yunus, hau rein. In the sky. Masha. Der macht, der wird schon. Du bist auch in the sky. Noch nicht. Okay. Regime. Also bei uns gibt es fast immer das Gleiche. Ne? Wassermelone, irgendwas Frisches. Zebedi Mafish Mahmoud. Waraki. Immer Joghurt. Ups, es ist schon wieder der Akku weg. Oh. Patates, also Pommes, selbstgemachte. Und heute wird Tahina reingemacht. Super. Und die Oma schläft. Sag, Ferial Naima. Die hat schon gefrühstückt. Verlass. Und der Mohammed, wo ist der? Der Mr. Mohammed. Da liegt Mr. Gardaga. Der Model from Gardaga. Wow. Yalla, Bismillah. Ja, hier trinken die Mäuse. Und machen Sauerei im Yunus Zimmer. Ja. Schön trinken, ich habe noch mehr. So, meine Lieben, mal wieder nachts unterwegs. Abends besser gesagt, es ist 22 Uhr. Ich habe jetzt die Kaninchen gefüttert, die Mäuse. Ja, da kommt der an. Guck mal, wie sie guckt, die Ziegen. Was ist los? Was ist hier los? Komm doch jetzt, Princess Alexis, ich sag's euch. Ich will jetzt ein Kaninchen holen. Aha, die Himmer. Was auch so einen komischen Mund hat, der soll auch mit rein. Die waren den ganzen Tag draußen, die werden jetzt eingesperrt. Wisst ihr, Yunus ist einfach weg. Ich vermisse den jetzt schon total. Sorry für das Geräusch. Warte mal. Nanny, alles okay da hinten? Nanny. Was hast denn du für einen Bauch? Bist du schwanger? Moment. Nee, eigentlich nicht. Was ist denn das hier? Kann ja auch gar nicht sein. Bei der Hitze. Kann doch kein... Unsere Salatschüssel einfach dahin geschmissen. Ja, gell? Ich habe zugelassen. Nee, du darfst nicht raus. Hier haben wir wieder, wie viel? 2, 4, 6, 8 Eier. Sehr gut. Ne? Alles gut. Ja, und Amina, die ist heute mit der Schwägerin und der Nafisi Nagahamadi. Die holen Lips Eat. Hallöchen. Jetzt, dich nehmen wir mal mit. Genau, den richtigen habe ich erwischt. Genau, jetzt machen wir wieder zu. Zumachen. Hier sind nur noch 6 drinne. Oh,
Wisst ihr warum? Sieht ein bisschen brutal aus, wie ich die schnapp. Habibi, Moment. Guck mal hier. Seht ihr das am Mund? Ich habe Angst, dass es eine Infektion ist und dass es, die anderen sind alle gut, aber man weiß ja nie. Deswegen lieber trennen. Ich weiß nicht, was die haben. Und die oberen drei bei mir im Zimmer da oben, beim Jonas Zimmer, die haben das auch. Deswegen schnell raus, nicht das, was ist. Gell? Habibti ist zurück vom Einkaufen und kein Geld zurückgebracht. Alles ausgegeben, auf den Kopf gehauen. Also wenn das jetzt nichts... Oh, vielleicht Schuhe. Auch. Okay, dann ist okay, wenn Schuhe dabei sind. Ich dachte nur Klamotten. Und Nafisa hat die weiße. Gleichen? Sie hat weiße. Weiße, okay. Und hier steht Nike. Ich habe die hier genommen, weil die haben dieses enge Astik hier, weil das hält sich hier fest, weil ihre, die ziehen immer bei mir auf. Und was kosten die? 160. Okay, weiter. Dann haben wir hier die gleiche Hose. Babji! Nein. Das ist so eine modische Hose. So eine modische Hose, okay. Ja, und dazu ein wunderschönes T-Shirt. Gänseblümchen. Ja. Das sieht so süß aus. Mhm. Was kostet das wunderschöne? 170 Pfund ein T-Shirt. Das war's? Ja. Mabruk! Ich zieh's auch an. Nein, nur am Eid. Okay. Nur am Eid. So, meine Lieben, dass die auch ein bisschen Bewegung haben, habe ich jetzt hier einfach das Schlafzimmer vom Jonas zum Kaninchenzimmer gemacht. Ja, er ist ja eh nicht da. Was heißt Schlafzimmer? Da schläft er gar nicht. Gell? Du, Hoppel. Ja. Mal sehen, fressen tun sie. Milch haben sie auch getrunken aus dem Schälchen. Mehr kann ich nicht machen. Und abwarten. Die Mäuse. Mal wieder eine Nachtaufnahme. Gell, Sasa? Ja. Fütterungszeit. Und die lachen wieder. Diese Turteltäubchen. Und die haben Hunger. Gell? Hallöchen. Guck mal. Machen wir mal größer. Hallo, Kairo. Da guckt Kairo uns an mit dem gelben Schopf. Ja, die Eltern holen jetzt Futter. Ja. Ich glaube, Mahmut hat die vergessen. Da ist Hugo. Weil da war alles leer. Ja, die sind jetzt kräftig hier am Füttern und dann. Ja, und die auch. Huch, was ist das? Upsala, gerade Also. Amina ist in Karate. Gell? Ein Ei haben wir von denen hier. Jeden Tag ein Ei. Von so viel Wachteln. Super. Ah ja, aber ich glaube, ich habe ein Nest entdeckt. Das könnte von diesen Türkentauben sein, weil hier habe ich ja nichts hingetan. Das sieht aus, als ob jemand was bauen will. Das wirst ja du nicht sein. Die Wachteln bauen ja fast nichts mehr. Weil das ist hier hingetragen worden. Schaut. Mal sehen, ob die hier was bauen. Komisch. Ja. Jetzt will ich mal gucken. Guck, wie die lachen. Also links ist definitiv der Mann. Nur der macht dieses Geräusch. Die anderen. Genau. Guck. Ich glaube, das ist Paarungszeit. Sie macht den Kopf runter. Also ich bin bereit zum Heiraten. Wenn du willst, will ich auch. Jalla. Nein, nicht vor der. Hehehe, guck mal, wie der lacht. Bist du verrückt? Verderre doch nicht. Wie süß, oder? Die lachen so süß. Es hat sich echt gelohnt, das Geld. Für die. Ich lache mir immer einen ab. Du, gell? Na, Sasa, ist immer noch, die sind müde heute. Ein schwerer Tag war heute, ha? Oh, guck, wie schön blau du da hast. Oh, das ist wunderschön. Also der Sasa ist ein wunderschöner Vogel. Was wäre schon letztes? Du? Hey, Dene. Hä? Jetzt sieht's wieder an. Ich glaube, die macht ja. Der macht ja. Die. Ach, hör mal auf.
Ihr denkt doch, ich bin nicht sauber im Hirn. Ja, jetzt habt ihr genug, geht mal zu euren Kindern jetzt. Kommt. Ups, Akku zu niedrig, das war klar. Also, bis morgen, Leute. Tada, mal wieder tagsüber. Ich kann ja für euch nicht nur nachts filmen. Ja, könnt ihr mal sehen, da wächst der Weizen. Hier steht noch ein bisschen was von Zuckerrohr. Der Nachbar ist ja immer spät dran bei unserem Bersinfeld. Er ist immer der Letzte, der erntet. Ist das ein Stein? Ja, das ist ein Stein. Ich dachte gerade, Hilfe. Miau, guten Morgen. Ja, ich weiß, es ist Ramadan. Ja. Warum ist denn das hier zu? Auflassen. So, Younes, muss ich euch erzählen, die Geschichte, das ist so witzig. Mama, ich habe einen Tag gefastet. Sag ich, cool, wie hast du denn das gemacht dort? Die haben das ganze Essen versteckt. Habe ich gelacht. Ja. Also hast du unfreiwillig gefastet. Ja. Komm, ihr könnt doch so gehen, Kinder. Ihr müsst nicht. Ja, das ist zum Lachen, der Younes. Dann war er einen Tag sauer und wollte nach Hause. Komm, ich lasse euch raus. Wollte nach Hause. Und dann hat er gesagt, aber sofort losfahren. Okay, wir fahren sofort los. Kommt. Und dann nach einer halben Stunde ruft er an, Baba, bist du schon losgefahren? Und der, nee, ich trinke noch meinen Kaffee. Hat sich erledigt, wir haben einen Streit geklärt. Na gut. Also er will nur am Freitag abgeholt werden. Ja, dem gefällt's bei der Tante. Die macht immer riesig gutes Essen. Immer super lecker. Und wenn er zurückkommt, ist er ganz enttäuscht, weil die Mama ist halt nicht so. Bei uns gibt's nicht immer das beste Essen. Wie bei denen, ne? Die Mutter ist den ganzen Tag in der Küche und kocht nur. Ja, lass doch den Hechler raus. Komm, Hechler. Komm. Na, ihr Putis. Ja, komm, hopp. Bist du dick? Komm. Ich will mal gucken, wie es den Babys geht. Komm, husch. Geh doch raus. Komm, Hechler. Kann ich nicht raus. Hopsala. Ja, komm. Die rufen dich, komm, Habibi. So ist es. Guck mal hier. Oh, die Kushi ruft mich auch schon. Ja, ich komme. Jetzt haben wir noch ein Ei. Wann legt denn ihr wieder? Ich finde immer hier ein Ei. Ein Ei kriegen wir jeden Tag, gell? Heide Bimbam. Jetzt gar nichts. Egal. Na, gucken wir mal, wie geht's. Uiuiuiui. Hallöchen. Einmal Licht an. Hallo. Na, wie geht's euch? Zeig mal, seid ihr voll? Ja, die Kröpfe sind voll. Gestern hat nämlich der Barber vergessen zu füttern und da waren die Kröpfe leer. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Und der Kleinste, Alexandria, komm, zeig dich. Uiuiui, du hast den großen Kopf. Hier. Schaut mal, also Hagada kriegt auch einen gelben Kropf. Die kriegen alle gelben, aber so gemischt. Seht ihr? Das ist Kairo, das ist Hagada. Und der hier, Luxor, alle gelb. Bin ich mal gespannt, wie ihr später ausseht. Wie ein kleine Monster macht ihr. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Mausi. Ja. Ja, die werden hoffentlich mal richtig zahm. Ne? Die Eltern. Guck mal. Ja, er hat auch einen leichten gelben Kopf. Punky. Und ihr, was macht denn ihr immer hier oben? Das ist ein bisschen verdächtig. Ha, was macht ihr denn? Du auch? Was machst du denn? Willst du hier Eier legen? Hoffe ich doch nicht. Verscheißt mir hier alles rum. Ja. Ach so. Ist hier weiter gebaut? Nee. Na gut. Und ihr? Kein Ei mehr in Sicht hier, nur Kaka. Könnt ihr mal sehen. Sieht aus wie Eier, ne? So kleine. Kein Ei. Naja.
Was willst du machen? Gucken wir mal weiter in der Farm, was hier los ist. Ja, au. Eieiei. Schaut, dieses Ding hängt und hängt und hängt. Also ich habe meinen Mann jetzt fast so weit. Mal gucken, ist hier ein Vogel? Nee. Dass er mir das wirklich einzäumt. Das glaube ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, und was machen wir mit den Katzen dann? Dann hat er gesagt, die Kuh, wir machen ja sowieso ein Tor. Die Kuh wird rauskommen und dann sollen wir da hinten ein neues Katzenzimmer bauen. Da bin ich gespannt, ob das gemacht wird. Also dann haben wir hier noch viele Umbaupläne. Gell? Hallöchen, was ist hier los? Auf wen wartet ihr? Schau mal, da habe ich mich beschwert. Du, ich kann hier nicht putzen. Dann hat er den Besen hier machen lassen. Guck, das ist jetzt bombenfest. Jetzt kann ich putzen wie eine Blöde. Guck. Naja, ein bisschen. Das war natürlich, da muss man ein bisschen sauer sein auf den Ägypter, ne? Sonst macht er nichts. Da war ich richtig sauer und dann hat er gemacht. Ja. Man muss hier mit allen Mitteln kämpfen. Jetzt haben die Hasen die Müllecke entdeckt. Hier ist nämlich schattig. Alle sind hier. Oh nein. Was macht ihr denn da? Du, Foxy. Da unten liegt auch... Also, und die Hexe ist hier. Wie sieht's hier aus? Hier muss man auch mal wieder putzen. Oh, in Ramadan ist alles... Wo willst du hin? Du, gell? Gobi, und guck, du guckst zu. Wo will das Mädchen noch? Na? Gobi, sag doch mal was. Sahara. Die Wüstenschildis. Die will hoch hinaus, so will Schinder, gibt's nix. Gell, Gobi? Was? Was willst du? Na, du kleines, schwangeres Biest. Leute, ich bin irgendwie richtig. Ich hab noch jetzt noch mal geschaut. Wir haben am 14. September ist die Amina zu uns gekommen. Und da sagten die, die wären schon 5 Monate alt. Das kann ich ja nicht glauben. In Luxor, die Klinik. Und im Endeffekt, ja, frisst mal schön. Im Endeffekt habe ich jetzt mal geschaut, wann die Katzen läufig werden. Ab dem 6., 7. Monat. Ja, komisch. Die sind jetzt circa 7 Monate hier. 6, 7 Monate. Und jetzt ist sie läufig gewesen im März. Dann kannst du mir nicht sagen, dass die schon 5 Monate alt waren. Weil die haben ja, die waren ja so mini. Und die hat gesagt, die haben sie 5 Monate. Wisst ihr noch im Video? Und ich so, wie 5 Monate? Ja. Oh, guck mal, jetzt ist sie umgeflogen. Jetzt warten wir mal. Guck mal, was macht die? Die kann sich selber umdrehen. Na komm, aber ich helfe dir. Das ist ja gemein. Komm, komm. Malisch. So Horror. Was machst du für Geschichten? Ja, also ich glaube, die haben uns angelogen. Weil das kann ja gar nicht sein. Weißt? Dann waren die nämlich wirklich Babys. Vielleicht gerade mal einen Monat. Vielleicht haben die sich geschämt, so junge Katzen wegzugeben. Und haben gesagt, die füttern sich schon 5 Monate so. Weißt? Irgendwas stimmt da nicht, weil wieso sollen die später läufig werden? Und 5 Monate sollten die schon alt gewesen sein und die waren ja nur handgroß. Ja, die seien nicht gewachsen wegen der keine Muttermilch, bla bla bla. Also, ich glaube hier gar nichts mehr. Ob es Klinik oder nicht. Ich glaube, wir wurden da richtig versettelt. Außerdem haben die ja die Princess, hier haben wir ja Buddy am Anfang genannt, wenn ihr ja die Videos seht, haben wir ja gedacht, das ist ein Junge. Dann habe ich noch gesagt, komisch, Junge, die sind doch alle... guck mal, die hat er nicht gefüttert. Die Armen haben Hunger. Ich komme. Ja. Ich sehe schon. Oh, und kein Wasser. Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Wir wurden da richtig versäckelt. Weil das kann nicht sein. Gut, meine Lieben, ich fütter jetzt mal schnell. Ja. Und die Wachteln tun nur fressen. Keine Eier legen. Nicht krähen. Also, ich weiß nicht, was man hier noch machen soll alles. Ach, Persim willst du auch? Gut, machen wir. Hier. Könnt ihr ein bisschen rumfresseln. Da, habt ihr. Gesund. Ich sehe nicht ein Ei. Aber Sandbaden, die blinde Linde. Ja. Marschi,
die Wachteln. Naja. Unsere Farm. So. Wer will lecker, lecker? So, Dille. So ist es. Was ist jetzt los? Hechler, bist du in die Marie verliebt? Das gibt's doch nicht. Hä? Hechler ist schon sehr... Was ist denn jetzt? Oh. Was ist das jetzt? Habt ihr das gesehen? Was willst denn du? Komm mal. Hey, oh. Also Leute, ich habe echt kranke Tiere. Irgendwie. Aber Marie macht nichts. Die tut nur so, die weiß, es ist ein Säckel. Sonst könnte ihn ja wegboxen, aber wie? Die tut den nur abwehren. Der Hechler ist penetrant, der zwickt sich fest. Also das ist jetzt echt zum Lachen, Leute. Ist die Penny weg? Jetzt hat der Hechler sich ein neues Opfer gesucht. Die Marie. Hechler, du bist doch ein Säckel. Lass doch, guck mal, wie der die zwickt. Die Arme. Oh, der muss aber aufhören. Also ich kann da nichts machen, außer die separieren. Du hast doch deine zwei Mädels. Die arme Marie, aber weißt du, der Hechler ist selber schuld. Der zwickt ja auch voll stark mit seinem Schnabel, gell? Da glotzt er. Was ist denn los? Der hört nicht auf. Hechler! Jetzt lass doch mal die Marie in Ruhe, die macht dich fertig sonst. Hör auf! Hast du einen Knall? Geh da weg! Also nee, du hast doch deine Mädels. Komm, mach ihn mal da auf. Was ist denn da los? Wo sind denn die Hasen eigentlich? Oh, kommt. Was ist hier los? Oh nee, du. Sind die beiden Kuh oder sind die hier drinnen? Bestimmt hier. Ja, hier seid ihr beiden, gell? Ihr wollt auch eure Ruhe haben. Gell? Na, Marshmallow, alles okay mit dir? Hm? Hugo, habt ihr noch? Ja, die haben noch Krätze. Naja, was will ich machen? Ja, dann Schlautmohn, sagt das. Ramadan, muss wieder nei. Gebe ich Futter, Wasser und dann Halas. Ja. Ja. Alles gut, die schlafen. Macht der jetzt weiter da hinten, der Hechler? Leute, sag ja, ich brauch gar nicht rausgehen morgen, sich stolper und mach. Jetzt gibt's erstmal Futter für die und dann geht's weiter. Ramadan morgens rausgehen. Ist nicht so eine gute Idee. Ich bin voll fast hingeknallt, du. Oh, ja. Nicht aufregen, Alexis. Guck mal, wie schön die hier schlafen, ne? Guck mal, der Tiki genießt es richtig. Wo ist denn der Bambi? Der Prinz liegt drinnen. Vom Gitter, Fliegengitter, wie immer. Aber Bambi, keine Ahnung, wo der sich rumtreibt hier unten. Was ist los? Ja, Leute. Jetzt gehe ich putzen. Seht schon, alles wegverfüttert. Morgen erzähle ich euch, was ich putze. Es ist schlimm, was heute wieder passiert ist. Aber das erzähle ich euch. Ihr seht, es ist hier ziemlich leer. Ja, mehr gibt es heute erstmal nicht zu sagen. Ja. Gell? Der Monster. Wo ist der Hechler? Der sitzt da hinten beleidigt. Na gut. Also, bis die Tage, mein Dilemma. Bye, bye. Heute ist schönes Wetter, muss man sagen. Deswegen bin ich auch draußen.
Also unter 40 Grad, ich schätze so 33. Also schön windig. Ja, ich lasse gleich die Hühner auch raus. Nee, lieber nicht, es geht ein Virus rum. Stimmt. Hier sterben, kleine Vorschau, viele Hühner und viele Kaninchen. Auch in Luxor bei der Amina ist das große Kaninchensterben. Ja, wieder Virus ohne Ende. Das ist der Spoiler für morgen. Bis die Tage, Masselema. Bye, bye.